Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Diddy Kong Racing. Mit mir Mr. Horror Jumper. Und ich weiß gar nicht, waren wir jetzt auf dem Weg in dieses Level? Ja, waren wir. Okidoki, dann lassen wir es krachen. Mit den Eisrennstrecken. So, wir hatten eigentlich schon einen ganz guten Start. Ah, okay, das habe ich halt verbockt. Oh Mann. Boah, wie ich dieses Level damals gehasst habe. Wenn man die Münzen sammeln muss. Ja, wir haben ihn getroffen. Oh Mann, nein. Das wollte ich doch nicht. Ja, Schleichwerbung habt ihr ja gesehen. Hier dürfen wir nicht auf das Eis kommen, sonst springt man die ganze Zeit so komisch herum und das verlangsamt uns extrem und ich habe gerade wieder nicht A losgelassen. Das kommt halt davon, wenn man so auf Mario Kart spielt. Hier bringt das nichts mit dem A loslassen, glaube ich. Also ihr seht das ja auch hinten am Turbo. Habe ich auch nicht losgelassen, da fahre ich auch noch dagegen. Ich hasse diese Kurve. Vor allem in dem Spiel kann ich nicht so gut driften. Das liegt mir voll nicht im Blut. Den Weg nehme ich immer, der ist immer schneller und da ist auch ein Turbo. Oh Mann, natürlich müssen wir auch wenn wir die Münzen sammeln, rechts entlang fahren. Und das ist dann natürlich noch nerviger, weil wir links schneller sind. Aber hier hält sich das ja an Grenzen, was die Fahrer angeht. Irgendwie sind die doch nicht so schnell wie wir. Wir sind zwar schon hinter uns in dem Sinne, aber wir schlagen uns bisher gut. Ja, ich komme ein bisschen wieder rein. Wenn man die Strecke öfters fährt, weiß man ungefähr, ah, jetzt muss er so und so reagieren. Ist ja normal, ne? Übung macht den Meister. Schön und gut, jetzt haben wir die Strecke wenigstens schon mal normal hinter uns. Ja gut, du gibst uns wieder Melon. Tja, wo jetzt? Ja, ich würde sagen hier. Snowball Valley, oder was stand da? Valley? Nee, Valley. Ups, sorry, ich wollte nicht Start drücken. So, ich mache jetzt etwas, was ihr wahrscheinlich euch wundert, aber das muss man so machen, anders geht es leider nicht, damit wir den Schlüssel kriegen für diese Welt. Musste ich jetzt hier entlang fahren. Also jetzt ist eigentlich egal, ob ich gewinne oder verliere, aber ich kann ja versuchen noch zu gewinnen und aufzuholen. Vermutlich werde ich es nicht mehr schaffen. Nein, ich habe den Turbo nicht bekommen, da habe ich auch noch A losgelassen. Okay. Nein, da habe ich nicht mehr im richtigen Moment A loslassen können. Dann gehen wir eigentlich den anderen Weg. Der ist doch was, glaube ich, schneller gewesen. Zumal man hier voll den Turbo-Boost kriegt. Ja, ihr habt's gesehen. Aber ihr seht ja schon, wie weit die entfernt sind. Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen. Zumal mit einer Rakete kommt man nicht weit. Zumal man keinen vor sich sieht. Toll. Nein, das wollte ich doch gar nicht kriegen. Mist, wir hätten es wahrscheinlich noch schaffen. Nee. Ah, egal. Ah, müssen wir halt nochmal fahren. Ich finde das ja nicht so schlimm, dass man das jetzt nochmal fahren muss. Nur ich fand das jetzt doof, so dass ich das nicht in einem machen kann mit dem Schlüssel. Vermutlich andere hätten es vielleicht noch geschafft, aber... Nee. Jetzt weiß ich nicht, ich habe Try Again gedrückt, ob jetzt der Schlüssel noch da ist oder nicht. Moment, ich gehe mal kurz raus.
Ah, nee, doch, wir haben den Schlüssel, okay. Dann hätte ich eigentlich die Strecke jetzt noch fahren können. Toll. Ja, hier gibt es auch wieder so eine Art Multiplayer-Gegeneinander-Spiel. Ja, da würde ich sagen, gehen wir gleich hin. Wenn ich schon einmal hier bin, dann fahre ich direkt diese Strecke nochmal. Oh, blauer Boost, nicht schlecht. Mist, nicht mehr bekommen. Nein, boah, knapp. Sonst wären wir platt gewesen. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, für euch da hinten, weil ihr mich ja eben so schön überholt habt, könnt ihr jetzt mal ein bisschen einstecken. Oh yes. Das ging aber total ab. Das gefällt mir. Ja. Jetzt haben die anderen keine Chance, aber wenn ich Münzen sammeln muss... Nee, nee, nee. Yes. Mist, ich habe den blauen nicht bekommen. Das wäre ich noch schneller gewesen. Krass, wir haben gerade mal eine Minute und 2 Sekunden gebraucht, so wie es aussah. Nicht schlecht, nicht schlecht. Habe ich also quasi die Zeit wieder aufgeholt. Okay, ich zeige euch jetzt dieses Minispiel oder dieses Multiplayer-Spiel. Das ist nämlich ein, ja, mehr oder weniger Versus gegeneinander abschießen. Man hat, glaube ich, Ballons hatte man nicht, aber man hat Bananen. Wenn man einmal trifft, verliert man 2 Stück. Oder eine? Ich weiß es gar nicht mehr, ich meine 2. Ja, muss man aufpassen. Bam, ja, man verliert 2. Na, Didi, bleibst du oben? Nee, der ist, glaube ich, runtergefahren. Wo ist der jetzt? Hallo. Schön überall gucken. Ich zeige euch quasi so gesehen die Map, indem ich hier auch ein bisschen rumfahre. Wenn wir den Z-Trigger gedrückt halten, seht ihr, da hinten war so ein Fadenkreuz, das heißt, es verfolgt. Also das sucht sich dann quasi schon sein Opfer in dem Sinne. Ja. Tipptopp. Oh nee, schade. Ich hätte auf die Karte gucken sollen. Wobei ich die Karte jetzt nicht des extremsten ja, übersichtlich finde, aber besser als keine. Warum ist denn hier keiner im Visier? Alle oben oder was? Aha, da. Oh Mann. Toll, da war einer hinter uns, hat uns getroffen. Haben wir unseren ersten Schaden weggesteckt. Ah, Mann, Diddy. Habt ihr das gesehen? Wie die auf einen losging? Ich konnte da nichts gegen machen. Ja, okay, ich hätte versuchen können, nach links und so auszuweichen, aber... Komm her. Bam, du bist schon mal Geschichte. Du bist aus dem Spiel. Bleib nur noch Diddy und Tiger oder... Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Stinkt hier ist schon mal Geschichte. Na? Aha. Wer ist denn da? Ja, nur noch Diddy. War ja klar, ne? Der, der das Spiel vertritt, muss natürlich Diddy sein. Jetzt kriege ich aber Panik, weil der hier ist. Müssen wir ihn nur noch einmal treffen. Ich weiß nicht, ob das hier... Was? Noch zweimal? Stimmt. Ich weiß nicht, ob das reicht, wenn wir ihn damit berühren. Ah, Mist. Wie knapp. Ha, noch einmal. Ich hoffe, er trifft uns jetzt nicht. Das wäre das Aus für uns.
Jetzt oder nie. Ja. Ja, es war schon spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass die mich so des Öfteren treffen würden. Und ja, wir haben den zweiten. Oder das zweite Teil. Von unserer Uhr. Gut. Auf zum nächsten Rennen, meine Freunde. Gut. Frosty Village. Boah, das fand ich immer cool. Zur Weihnachtszeit war das cool, weil damals kam das Spiel, glaube ich, auch zur Weihnachtszeit raus. Und die Level, keine Ahnung, das hatte einfach was. Das können sich die meisten wahrscheinlich nicht mehr so vorstellen, weil die halt was jünger sind oder, ja, keine Ahnung. Weil erst jetzt welche damit angefangen haben zu spielen, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, wer mir da alles zuguckt. Oder der sich das überhaupt reinzieht. Aber ich fand schon schade, dass sie halt nicht davon noch mehrere Teile gemacht haben. Die hätten einiges noch dabei rausholen können. Zumal, weil das auch Story hat und allem drum und dran. Ich nehme lieber die Turbo-Dinger, wenn wir vorne sind. Hier gibt es natürlich auch so eine Art Abkürzung, in dem Sinne, wenn man da links, glaube ich, fährt. Aber da fahren wir langsamer, deswegen, da müsste man, glaube ich, schon so ein Turbo-Ding nehmen. Ganz genau weiß ich das auch nicht mehr. Schnell, die sind uns ja trotzdem auch dicht auf den Fersen. Boah, habt ihr es gesehen, als ob wir fliegen? Nicht schlecht. Ganz genau, das mochte ich an dem Spiel. Ist genauso wie bei F-Zero quasi in dem Sinne. Nur hier ist es ein größeres Erfolgserlebnis, weil man bei F-Zero die ganze Zeit immer Boost machen kann, meistens wann man will. Wow. Toll. Jetzt überholt uns der eine wahrscheinlich, ne? Yes. Gut. Jetzt kommt, glaube ich, der Boss. Oh ja, der Boss. Der ist eine harte Nummer, wenn man das zweite Mal gegen ihn fährt. Drückt mir die Daumen, dass ich das pack. Ihr werdet nämlich jetzt ein Rennen sehen mit dem Luftkissenboot. Wir müssen nämlich einen Berg runterfahren. Well done. Now I challenge you to race. Gut. Mal gucken, was du drauf hast, Specki. Nein, Mist. Oh, Leute. Ja, ich darf auch nicht zu oft springen, vor allen Dingen, wenn hier die, Mann! Ja, schubs uns nach vorne, danke. Hier muss man perfekt springen, dann habt ihr ja gerade gesehen, wie ich gesprungen bin. Oh, schade, hier habe ich es nicht geschafft. Aber hier! Hier muss man auch aufpassen, hier kommt so eine Kugel. Ah ne, die kommt ja jetzt noch nicht, das kommt erst beim zweiten Mal. Sorry für den Spoiler. Sieht gut für uns aus. Ja, ich glaube, beim ersten Mal packen wir das. Sei denn, ich komme jetzt gegen irgendeinen Baum, aber glaube ich eher weniger. Boah, der war ja schon ziemlich noch weit hinter uns. Well done! Now try my new challenge. Collect all the silver coins from the snow world. Collect 8 from each level and win. Then come back and see me.
Ja. Gut. I got something special for you. Dann tun wir das jetzt mal. Die Silbermünzen sammeln. Meine Lieblingsbeschäftigung. Mach mal erst das. Dann drückt mir mal die Daumen, Leute. Dass ich auch schön alle Münzen bekomme. Mist, ich hätte den Toro gerne genommen, aber der hätte uns so ein bisschen mehr nach... Money, die habe ich jetzt nicht mehr bekommen. Stimmt, es gibt ja noch ein Item, daran habe ich gar nicht gedacht. Es gibt 5. Es gibt den Magnet, den habe ich ja... Boah, den habe ich ja gar nicht beschrieben gehabt, glaube ich, ne? Boah, man, wenn man den Stufe 3 hat, dann kann man einen Gegner sowas von nach hinten ziehen. Also das ist schon ziemlich ekelhaft. Also, das, da kann man sich sowas von aufregen drüber, wenn das einem selber passiert, wenn das jemand bei jemandem macht. Mann, der kommt da auch gegen. Habt ihr das gesehen? Ich versuche jetzt erstmal hier diese Münzen zu kriegen. Okay. Nur noch eine fehlt uns. Ich glaube, das war hinten. Wenn ja, dann hätten wir schon alle. Dann müssen wir nur noch Erster werden. Okay, hier war keine. Dann war die hier unten. Ja. Yes. Ja, das tue ich. Nein, die hat uns jetzt... Oh Mann, eigentlich wäre der getroffen worden. Dann hätten wir den Boost gehabt. Hätten ihn überholt. Mist, wir sind genau in dem Moment, wo er die Verfolgungsrakete geschossen hat, sind wir im Ziel gewesen. In der Schusslinie. Meine Güte. Man kann ja auch Pech haben. Nein, tu es nicht. Toll. Wie sollen wir den jetzt noch einholen? Ich wüsste jetzt nicht wie. Toll, das haben wir auch nicht bekommen. Kommt. Seid so nett und... Nee, wir haben es nicht gepackt. Mist, Leute, Mist. Naja, ich weiß jetzt wenigstens, wo die Münzen schon mal sind. Das heißt, es wird nicht daran liegen, sie zu suchen. Okay, wir können ja noch eine Runde... Oder eher gesagt, wir haben ja bis 20 Minuten ungefähr Zeit. Ich habe ja gesagt 18 bis 20 Minuten. Ihr habt ja das gesehen, was für ein Glück muss ich haben, dass alle dagegen fahren. Nein, Conker, bleib hinten. Das war eigentlich Schwachsinn, wir hätten auch rechts gehen können. Oder fliegen können, gehen. Ja, uns fehlt nur noch eine. Ist ja schön und gut. Ah, vermutlich werden wir das auch diesmal schaffen. Eben hatten wir einfach nur übelstes Pech. Weil, ihr habt ja selber gesehen, dass selten jemand diese Verfolgungsraketen hatte. Und hier haben die auf einmal 2-3 Mal pro Runde. Das ist irgendwie... Nee, das geht ja mal gar nicht klar. Die kleinen Monster hinter mir. Ja, go for it. Go forest. Ja, Forest Gump. Level müssten wir eigentlich auch jetzt packen. Ja, ich habe jetzt... Ah, boah. Jetzt sehe ich erstmal auf die Karte und sehe, dass sie weit von mir entfernt sind. Das heißt, die werden sich gegenseitig bombardieren. Und lassen mich erstmal in Ruhe. Wisst ihr, was ich cool in dem Spiel finde? Hier gibt es keine blaue Schildkröte. Ja, es gibt hier keine blaue Schildkröte. Nur eine grüne und die fahre ich oder fliege ich. Yes, Leute, yes. Oh, es sind sogar schon fast 20 Minuten. Ja, komm, gib uns den Ballon und es wird Zeit, in die nächste Stage zu fahren. Ich würde sagen, wir nehmen direkt hier die. Gut, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, meine Freunde, und haut rein.
Euer Mr. Horror Jumper.